Su7BKM. S24, das sind die mit dem großen Kabumm. Und ein paar Bümchen. Ich mal die mit dem großen Kabumm. Kein Flair, kein Radar. Kein Radar. Reiner Quarnpounder. Okay. 60 Euro. 6.240 Reparaturkosten. Ordentlicher SL-Boost, ordentlicher XP-Boost. 9,7, mal gucken, was du hältst. Testflug. Aber ein reiner Quarnpounder, ich weiß nicht. BMK und nicht BKM. Oh, ein Cockpit. Zumindest etwas. Mit einem Radar, was ich nicht weiß, warum es da ist, weil es nicht gemodelt ist, und einem Radarwarnsystem, was ich hier jetzt auch im Cockpit nicht sehe. Rakisch? Und Bombercockpits sind zu kompliziert. Keine Flaps, verstanden? Okay, ballistische Computer hat's. Müsste ich mich bloß wieder daran erinnern, wo ich jetzt den. Ich hatte es doch vorhin. Scheiße, wo war das jetzt nochmal? Nein. Raketen. Hört einfach. Da sind irgendwo Bodenziele. Oh Gott, sei nicht so stur. Das war ein bisschen daneben, würde ich sagen. Das war übers Ziel hinaus. Bin im richtigen. Raketen. Okay. Okay. Besser als wenn ich normal ziehen würde, also es funktioniert zumindest. Nein, Shiro. Chats interessieren mich von der Technik und so weiter. Das Problem bei Chats ist, was mich da wirklich interessiert, ist das taktische und strategische. Was da heißt, da fliegt ein AWACS rum und sagt dem F-14-Kommandanten. Jetzt habe ich die Bodenziele wieder verloren. Ach, Kacke. Aber sie ist. Also, sie ist im Anflug recht stabil, aber wendig ist anders. Ein kurzes Flugzeug, dann erkläre ich es dir, Shiro. Wendig ist anders. Rollrate.
Ich habe mir gerade den Flügel ab. Hallo Scholo. Hallo Kolja, Mama Mia. Ausrufezeichen Kolja bitte einmal. Kolja Solo bitte. Einen wunderschönen Abend. Ich mache mal einen Dev-Server. Wir sind gerade bei der SU-7 BKM, 60 Euro, nein. Das Ding ist stabil, die Bewaffnung ist nicht schlecht, 9,7 in Ordnung, aber nicht für 60 Euro.